Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie kostenlos eine Festplatte im Internet erstellen können. Streng genommen erstellen wir natürlich nicht wirklich eine Festplatte, sondern bekommen eine Art Webspace angeboten, auf den wir aber sehr komfortabel vom Explorer und damit von jedem anderen Programm in Windows zugreifen können. Alle Programme bzw. Dateien, die wir dort abspeichern, werden automatisch auf den Server im Internet hochgeladen und stehen dort natürlich dann nur uns zur Verfügung. Der Vorteil ist neben dem offensichtlichen Backup-Gedanken, dass wir auch von jedem anderen PC auf diese Daten zugreifen könnten. Also aus jedem Internet-PC, Laptop, Rechner des Freundes. Wir können natürlich über die Methode auch mit anderen Dateien austauschen. Per Definition ist das dann auf jeden Fall ein sogenannter NAS-Speicher, denn es ist ein über das Netzwerk angeschlossener Speicher. Nur dass in der Regel ein NAS mit einem Speicher im lokalen Netzwerk assoziiert wird. Das ist damit auch der Nachteil. Die Zugriffsgeschwindigkeit hängt natürlich von Ihrer Upload-Geschwindigkeit ab. Wobei ich davon ausgehe, dass Ihr Download-Speed in der Regel kein Problem darstellt. Wir starten also erstmal unseren Standardbrowser und befragen unsere Standardsuchmaschine nach Dropbox. Dropbox. Sollten wir www.getdropbox.com finden, klicken wir drauf. JavaScript. So, können wir uns ein Video anschauen, aber das tun Sie ja gerade schon. Also gehen wir direkt auf Download Dropbox. Gibt es natürlich abgesehen von Windows auch für den Macintosh oder Linux. Klicken wir drauf. Kommt das Download-Paket schon. Installieren wir das Ganze direkt. Den Lizenzbedingungen stimmen wir natürlich zu. Einfach auf I agree klicken. Die Einstellung bezüglich des Zielordners lasse ich jetzt auch mal unverändert. Und nach abgeschlossener Installation haben wir zum einen hier einen neuen Task offen und zum anderen haben wir jetzt ein Icon im Systemtray. So, den Firefox können wir jetzt beenden, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir die Dropbox quasi aufsetzen. Dabei müssen wir uns zuerst dazu entscheiden, sind wir hier ein neuer User oder haben wir schon einen Account? Die Option, wir haben schon einen Account, zielt natürlich darauf ab, dass Sie die Software zum zweiten Mal auf einem anderen Rechner installieren. In diesem Fall bin ich hier ein New User. Klicke ich also auf New, dann Name eingeben. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Am Ende dann einfach nur auf Next. So, jetzt wird ein Link erstellt. So, in diesem Moment kommt bei mir auch eine E-Mail an, die begrüßt mich nur, steht jetzt nicht so viel Wichtiges drin. Hier wird ganz kurz erläutert, dass ich über ein Webinterface darauf zugreifen kann, dann sieht es so aus, oder in meinem Explorer, dann sieht es ungefähr so aus. So, dann klicken wir wieder auf Next. Wir können uns natürlich theoretisch auch die Tour anschauen, beziehungsweise die Tour skippen. Ich gehe auf Next. So, hier haben wir unser Icon kurz erklärt. Wenn wir da oben drauf gehen, kriegen wir im Kontextmenü die Möglichkeit, die Dropbox zu öffnen. Wir sehen, wir können auf das Webinterface zugreifen, sehen darüber, wie viel Platz schon verbraucht ist. Unsere Einstellungen können wir auch machen und wir können das Programm natürlich darüber beenden. So, das ist das gleiche im Webinterface. Und nochmal, dass wir es auch im Kontextmenü haben. Sehr schön, sehr schön. Gut, also Finish. So, da öffnet sich der Explorer und das ist hier unsere Dropbox. Die ist jetzt standardmäßig im Ordner eigene Dateien. Das können wir natürlich jetzt über die Präferenzen ändern. Dropbox Location. Klicke ich jetzt einfach mal auf Move, weil ich habe das gerne auf einer externen Platte. So, schiebe ich das Ganze erstmal dahin. Soll alles verschoben werden? Jupp. So, jetzt wieder öffnen. Open My Dropbox. Jetzt öffnet sich wieder der Explorer.
Aber diesmal bin ich halt auf meiner DTEMP-Festplatte. DTEMP My Dropbox. So, und wie ich schon sagte, das funktioniert natürlich jetzt von jedem Programm aus. Wenn ich jetzt mal einen anderen Dateimanager starte, zum Beispiel den Total Commander, dann habe ich hier DTEMP, habe ich hier auch meine Dropbox und kann hier alles abspeichern. Wobei das jetzt noch nicht so wirklich, sage ich jetzt mal, phänomenal ist, denn im Prinzip ist das nur ein ganz normaler Ordner auf meiner Festplatte, mit dem allerdings alles, was ich da reinlege, eben über die hier im Hintergrund mitlaufende Software hochgeladen wird. Testen wir das Ganze mal, indem wir mal eine kleine Datei nehmen. So, nehme ich jetzt einfach mal hier den Firefox, die Firefox Loader-Exe, die ist relativ klein. Nehme ich die einfach in die Hand und lasse sie mal hier in meinen Ordner fallen. So, und jetzt sehen wir hier dieselbe Firefox Loader-Exe und daneben so eine Art rotierenden blauen Kreis. Gut, der rotiert nicht wirklich, zeigt allerdings an, dass diese Datei gerade hochgeladen ist.